Herzlich willkommen zu diesem Part von Star Wars Force Arena und wir haben ein neues Update und da schauen wir uns heute mal die wichtigsten Neuerungen an. Ihr habt es gerade schon gesehen, es gibt zwei neue Karten und zwar zweimal, also eine für die Rebellen und einmal für die Imperialen und die sind eben beides mal zuständig für die Reparaturen. Und wir bekommen hier natürlich wieder kurz noch für die Serverwartung hier ein Silberpack. Und ihr seht auch unten, es zeigt jetzt an, was wir bisher alles in dem Pack bekommen haben. Hier haben wir auch den Ingenieur jetzt freigeschaltet. Also schon mal einen haben wir jetzt. Und wir kriegen hier sogar eine einmalige Karte. Das ist natürlich wunderbar. Und es gibt jetzt auch Tagesmissionen, da haben wir die erste gleich schon abgeschlossen. Erwirb 20 Karten. Missionen haben wir jetzt hier eben auch aufgeteilt, als immer noch in einfach und spezial eben. Immer davor stand der zeitbegrenzt dran und jetzt heißt es eben spezial. So, hier bei einfach können wir auch noch kurz ein paar Missionen holen. Ja, und hier im Menü seht ihr auch eine weitere Überarbeitung. Hier unten haben wir jetzt die Gratissätze und es zeigt jetzt auch quasi immer an, wie viele wir denn haben. Nämlich zwei haben wir ja gerade. Und jetzt seht ihr, wir haben nur noch eine, dann zeigt es das dann hier auch so toll an. So, öffnen wir das noch kurz. Und wenn wir gratis schon hier sind, der Spielsatz wurde jetzt auch verbessert. Also davor war es eben quasi ein Silbersatz und jetzt ist es ein Goldpack. Und wir können auch gleich weitermachen. Hier beim Rang, ihr seht das Ganze, hier wurde hier auch überarbeitet. Die Saisons gingen immer 2 Wochen, jetzt allerdings nur noch 1 Woche. Und die Belohnungen am Ende jeder Saison haben sich auch verändert. Und zwar bekommen wir jetzt immer bekomme eben eine zufällige legendäre Karte. Das war davor eben nicht so. Und wir bekommen jetzt auch ein bisschen mehr Quette zum Beispiel jetzt. So, wir sehen hier jetzt auch eben hier eine tolle Darstellung, in welchem Rang wir denn sind. Es gibt jetzt auch einen sogenannten Beginner Pack. Der ist allerdings nur, wie man schon am Namen hört, für die Anfänger. Und bekommt deswegen die auch nur in Rang 1 und 2. Daran ist eben, dass die dann eben in Rang 1 hier nur 15 Sekunden brauchen zum Öffnen. In Rang 2 dann 180 Sekunden. Also das Ganze eben, um für die Anfänger das Ganze einfacher zu gestalten. Wir gehen hier nochmal kurz zu den Tagesmissionen. Und zwar, ihr seht hier unten, wir bekommen eben einen Kredit. Satz, wenn wir alles hier haben, wenn wir alles abgeschlossen haben und bekommen eben 500 Credits, aber auch bis zu 10.000. Also da schon mal bekommen wir einiges, können wir da dazu bekommen. Und auch ganz wichtig, die ganzen legendären Karten auf Level 2 zu upgraden hat ja bisher ganze 11.000 Credits, also auf Level 2 hat es ganze 11.000 Credits gekostet, jetzt aber nur noch 2.000 und auf Level 2 von 3 hat es zum Beispiel 20.000 gekostet, jetzt aber nur noch 3.600 und das Tolle ist auch, wenn ihr bereits, wie ich zum Beispiel hier, Luke Skywalker auf Level 2 geupgradet habt, dann musste ich ja dann 11.000 zahlen. Jetzt kostet er nur noch 2.000 und die Differenz wurde erstattet. Das heißt, ich habe jetzt einfach 9.000 Credits zurückbekommen. Auf jeden Fall sehr gute Sache. Hier auch nochmal ein bisschen alles überarbeitet. Und was auch toll ist, beim Handel war es ja bisher immer so, dass wir hier einmalige Karte gegen eine legendäre. Jetzt ist es aber so, dass mir einmalige gegen einmalige und ich denke mal, das ist auch ganz toll. Allerdings, ihr seht jetzt, es war ja immer, man kann ja nicht immer direkt gleich wieder handeln. Ihr seht jetzt bei einmalig,
eben bei den letzten 3 8 Stunden, ein Tag, ein Tag, das Ganze wurde eben hochgestellt. Das war ja davor immer 6 Stunden. Aber ich würde sagen, wir machen das gerade mal mit den Einmaligen. Und zwar nehmen wir hier gerade Anführer des Todeskommandos. Hier für 2000 Credits. Und wir bekommen IG-88. Bossk haben wir ja sogar. Also von dem her könnten wir den sogar benutzen. Und jetzt eben 24 Stunden müssen wir warten. In der Gilde hat sich auch ein bisschen was verändert. Ihr seht jetzt oben rechts, wie viele Mitglieder denn gerade online sind, damit ihr auch sehen könnt, ob ihr eine Freundschaftsspielanfrage überhaupt senden braucht oder auch nicht so. Wir haben jetzt noch mal kurz abgeschlossene Tagesmission. Wunderbar. So, im Shop haben sich die Preise von den Kartensätzen etwas verändert und auch der Inhalt etwas verändert. Ihr seht auch hier gerade mal ein bisschen, das Design wurde verändert. Und aber hier eine weitere wichtige Neuerung, und zwar das Kampfprotokoll. Das sehen wir dann eben immer, ja, wir gegen wen wir denn gespielt haben, wie viel das ausging. Hier hat leider jetzt noch nichts, da wir noch nicht angegriffen haben seit dem Update. Ja, und das sind eigentlich soweit die wichtigsten Neuerungen. Sagen wir, gehen hier noch kurz in einen Kampf rein, in ein 1 gegen 1. So, das Matchmaking soll sich auch verbessert haben. Wir sollen nicht mehr gegen Leute kämpfen, die 2 Ränge über uns sind oder noch höher. So, er spielt natürlich mit Krennic. Mal sehen, ob er die einmalige hat, die wir ja gerade erst eingetauscht haben. So, man muss natürlich jetzt sagen, ihr bekommt jetzt natürlich die wow, Level 10, die legendären Karten sehr einfach. So, was kommt da drüben? Ah, immer diese Raketenwerfer, Leute, da. Sehr einfach, eben immer nach Ende der Saison. Also müsst ihr euch da keine Sorgen drum machen. So, was hat er da Tolles gesetzt? Oh, die leben immer noch. Nicht mehr normal. So ein Panzer. Oh, die haben hier alle überlebt, ist gar nicht gut. Ja, unseren Tower fast geholt. Sehen, was unser Panzer anrichten kann. So, wir sehen jetzt, seht auch hier ein bisschen das Interface geändert auf der Karte. Sieht es jetzt ein bisschen anders aus, und ihr seht auch, wenn gerade euer Turm oder der gegnerische von euch attackiert wird. Der macht uns ganz schön Schaden. Aber was ist denn da hinten für einer? Okay. Da sind wir jetzt leider gestorben. Es steht noch 0 zu 0, aber er wird sicherlich gleich den einen holen, und hier ist er ja auch schon sehr dicht dran, den hier zu holen. Und das macht er dann wohl auch gleich. So, wir haben ihn getötet, sehr schön. Level 10 ist natürlich nicht so schön. Oh, da war noch einer, das habe ich gar nicht gemerkt. So. So, er hat sich immer noch nicht um die andere Seite gekümmert. Aber jetzt hat er den ersten Geschützturm geholt und auch jetzt den zweiten Geschützturm. Und jetzt will er sich da noch die Mitte holen, oder? So. Ja, da können wir jetzt natürlich nichts mehr machen, die letzten 20 Sekunden. Da können wir jetzt nichts mehr rausholen. Er hat sogar noch den dritten Punkt geholt. Aber dann ist das Ganze auch vorbei und sogar noch gestorben. So.
Dann seht ihr jetzt hier das Menü. So, eine Mission abgeschlossen. Holen wir uns gerade mal die Belohnung. Und dann können wir uns hier das auch kurz anschauen im Kampfprotokoll jetzt. Und können uns hier auch noch anschauen, welches Deck denn benutzt wurde und wie viele Punkte wir verloren haben. Nur 17, also war der relativ wahrscheinlich weit über uns. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.